Ja, liebes Tagespräsidium, lieber Kai, jetzt bist du da versteckt hinter der Kamera, aber ich ahne und sehe dich, lieber Kai. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gerade eine starke Rede gehört. Und wir haben gespürt, lieber Kai, Kai brennt für die Stadt, Kai brennt für Berlin, Kai brennt für unsere Stadt. Lieber Kai, man merkt, dass du, ein echter Berliner, diese Stadt wirklich liebst, dass du etwas bewegen willst. Und ich bin überzeugt, ja, ihr dürft klatschen. Und Kai, ich bin überzeugt, du kannst und du wirst die Stadt bewegen. Du tust das mit Leidenschaft, du tust das mit großer Energie. So viel Tatendrang und Begeisterung war in den vergangenen 5 Jahren bei Rot-Rot-Grün jedenfalls nirgendwo auf der Senatsbank zu erleben. Und dabei hätte unser Berlin das so sehr verdient. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, heute geht es vor allem um die Weichenstellung für Berlin. Eine Stadt, die einen Neustart, Kai, du hast es genannt, wirklich und wahrlich verdient hätte. Eine Stadt, die dringend, wirklich dringend besser regiert werden muss. Und wir haben mit Kai Wegner einen Mann erlebt, dem ich genau das zutraue. Und mit dem ich gemeinsam dafür streiten möchte, dass die CDU bei allen 3 Wahlen im September stärkste Partei wird. Lieber Kai, du weißt das, unsere gemeinsame Vergangenheit reicht ja noch zurück ins letzte Jahrtausend. 1999 bist du ins Abgeordnetenhaus eingezogen, wo ich dir in diesem Fall wenigstens einmal 4 Jahre voraus war. Seither sind wir beide uns viele Jahre lang, das könnte man so sagen, treu auf den Fersen geblieben. Und wer hätte gedacht, dass die Karrieren der damals noch jungen Nachwuchshoffnungen einst in dieser Konstellation gipfeln würden. Du bewirbst dich um das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin und ich darf dir heute als Kulturstaatsministerin vom Bund dazu Beifall zollen. Ganz ehrlich, ich bewundere deinen Mut. Und ich habe großen Respekt vor deiner Ernsthaftigkeit, vor deinem wirklich großen Eifer, vor allen Dingen vor der Leidenschaft, mit der du schon vor Wochen und Monaten diesen Wahlkampf angegangen hast und wie du ihn heute lebst. Du gibst unserer Partei, finde ich, wirklich ein klares Profil. Du stemmst dich gegen Enteignungen und natürlich auch gegen viele andere sozialistische Rezepte, die die Konkurrenz aus ihrer Ideologie geladenen Mottenkiste holt. Du bist ein glaubwürdiger Advokat individueller Freiheiten und ein überzeugender Vertreter moderner Heimat- und Großstadtpolitik, lieber Kai. Bund, Land, Bezirke, für sie alle gilt. Wenn die Union regiert, geht es den Menschen nicht nur in dieser Stadt besser. Deshalb schlage ich quasi von Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf zu Spitzenkandidat Kai Wegner als Kandidaten der CDU für das Amt des regierenden Bürgermeisters dieser Versammlung vor. Lasst uns, lieber Kai, lass uns zusammen mit unseren vielen wirklich hochmotivierten Mitgliedern einen Wahlkampf um die Herzen und Köpfe der Berlinerinnen und Berliner führen und sie davon überzeugen, dass wir die besten Antworten auf die Herausforderungen der CDU, der Zukunft haben. Wir, die CDU, die besten Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Ich stehe dabei fest an deiner Seite. Und ich freue mich auf die Zeit nach dem 26. September 2021, wenn du als regierender Bürgermeister von Berlin die Geschicke unserer Hauptstadt lenken darfst und ich dich vielleicht von der Bundesebene, aus dem Bundestag heraus, dabei unterstützen kann. Vielen Dank. Applaus